بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، nachdem wir im letzten Unterricht das Sukun gelernt haben, also mit dem Anfang des Buchstaben, mit dem ersten Ton des Buchstabens zu stoppen, gibt es hier jetzt eine neue Regel und einen neuen Symbol, Jani? Und zwar die Shadda. Wie heißt sie? Shadda. Genau, Shadda. Was ist Shadda? Genauso wie im Deutschen, wenn man zum Beispiel sagt, Ayyub. Da hast du den Y doppelt. Ayyub. Mohammed. Was? Ich habe nur ein Y. Okay, beim Schreiben. Hast du ein Y eigentlich vom eigentlichen Namen? Ayyub. Da gibt es eigentlich zwei Y. Also nicht Ayyub, sondern Ayyub. Genauso wie beim Namen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Du hast den Mim doppelt. Im Deutschen bedeutet es, du hast den Buchstaben doppelt. Genauso hast du hier den Buchstaben doppelt, aber damit wir ihn nicht doppelt schreiben, haben wir ihm einen Shadda gegeben. Aber die Aussprache ist gleich. Deswegen sagen wir hier zum Beispiel beim ersten Wort inna, inna. Okay? Okay. Dann versuchen wir mal mit dem nächsten Wort. Also den Buchstaben, wo das Zeichen unten ist, doppelt aussprechen. Genau, doppelt aussprechen. Okay. Nochmal. Du hast den Buchstaben doppelt gesagt, also du hast del del gesagt. Aber ich meine, den Anfang des Buchstaben, den ersten Ton des Buchstaben, den musst du zweimal sagen. Edda. Edda. Kapiert jetzt? Ah, okay. Okay. Ed. Bä. Ed. Deba. Ed. Ed. Bä. Eigentlich müsste ich das jetzt so ein bisschen erklären. Du musst dir vorstellen, stell dir vor, du hast zwei Dell, okay? Okay. Der erste Dell hat einen Sukun, hat einen Kreis. Und der zweite hat diesen Symbol, den er hat, den Fatha. Okay. Das bedeutet, du bleibst beim ersten stehen und sagst Ed. Und beim zweiten Buchstaben sagst du dann Da. Edda. Eddaba. Okay. Hast du es jetzt kapiert? Ja, ich glaube, ich habe es kapiert. Okay, dann versuchen wir es beim dritten. Okay. You can get the mu. Genau, richtig. You got the mu. Okay, nächstes Wort. Okay. Na. Das tu. Nicht tu, sondern das war eine Herr. Genau, nazzalahu. Genau. Nächstes Wort. Okay. S. Der zweite Buchstabe ist kein Sin, das ist ein Nun. Nun? Ja. Okay.
N-ne-hu. Genau, richtig. Nächstes Wort. M-u-n. Der Elif wird nicht verbunden. Das Ist bedeutet, auch das kein ist kein Elif. Elif. Ah, Lem. Genau, Lamm. Lem. Super. Lamma. Nee, Lamma war richtig. Lamma. Okay. Der dritte Buchstabe war ein Elif. Lamma. Du verlängerst nun den Mim. Lamma. Okay. Nächstes Wort. Sabaha, ja. Nicht vergessen, den Ba doppelt aussprechen. Sabaha, Sabaha. Ich bin gleich wieder da, es hat gerade geklingelt. Okay. Entschuldigung. Dann machen wir weiter. Okay. Okay. Jonas. Genau, Jonas Jero. Genau, Alaya. Okay. Genau, Rabbahu. Nächste Zeile. Okay. Della. Nicht. Genau, richtig. Della, ja. Okay. Bella. Oh. Ro oder Ri? Re. Nein. Rein. Ra, Bella Ra. Das ist ein Fetha. Ah. Bella Ra. Du musst wissen, dass wenn ich manchmal Antworten gebe, kann es sein, dass es gar keine von den Antworten ist. Warum? Weil ich bemerkt habe, bei den Schülern in Deutschland, also das, wenn du später Lehrer wirst, das ist eine gute Methode, damit du weißt, ob der Junge versteht oder nicht, ob das Kind versteht oder nicht. Weil die meisten Kinder, der Lehrer sagt etwas und er liest einfach mit. Also er ist wie ein Papagei, der einfach wiederholt. Aber er versteht nicht, warum. Und von hier kannst du dann gucken, schauen, ob er versteht oder ob er mit dir ist oder nicht. Okay. Kapiert? Ja. Dann nächstes Wort. Okay. Sir? Sir?
C. Genau, io facero, richtig. Nächstes Wort. Benu, Acht auf die Zeichen. Benny, Ben, Benny, ja. Genau, Benny, ja. Nächstes Wort. Was ist das für ein Buchstabe? Der Der nächste? rote ist ein Herr. Genau. Und der Herr hat viele Zeichen, also der kann auch ein bisschen nach unten gehen oder nachher wieder in die gleiche Ebene. So kann er auch aussehen. Jetzt hat er Herr, richtig? Nächste Zeile. Genau, Rabda. Nächstes Wort. Yukarim, ja. War Wa. Genau, Wetterchirru. Achte, dass bei den Wow, dass du die Lippen nur benutzt, nicht die Zähne. Nicht the, sondern wa. Wetterchirru. Okay. Dann nächstes Wort. So. Genau, jetzt der Jesu, nächstes Wort. Genau, jetzt hat er gerade. Genau, Yusel Nu, 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 kel, lei, fa, fu. genau, Nukellifu. Nächstes Wort. Ha,
Genau. Azabahu. Genau. Zurriyatahu. Nächstes Wort. Oder nächste Zeile. La. Nochmal. La. Okay, versuch nochmal. Awala. 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 Genau, super. Kleinen Ich habe. Fehler. Bei dem Ra muss noch ein Kesra reinkommen. Ja. Ja, okay, dann noch ein Kesra. Mu. Genau. Okay, Achso, hier habe ich auch einen Fehler gemacht. Hier muss ein Dhamma kommen. Okay. Genau, ja, Rebo. Jetzt hier mit dem nächsten Wort. Wer Mit den beiden Lippen. Genau. Wa'ada. Jetzt dieses Wort. Genau. Ja. Ja, was? Versuchen wir nochmal. Ist das ein Wow oder ist das ein Himsa? Himsa? Genau. Also wir sagen nicht Tau, sondern Tau. Okay, Tau.
Versuch mal erstmal bis zum roten Buchstaben nur. Okay. Wo? U. Wo? So. Genau, per Uso. Ja, also home. Genau, heraussuchen. Okay, jetzt letzte Zeile. Okay. Servo, ja. Nicht ja, sondern so. Ja. Ja. Genau. So. Nächstes. Kiro. Josekiro, ja. Genau, Omuhu. Nächstes Wort. Letztes Wort. Ja. Was ist das dritte Buchstabe? Ein Fell. Einers? Ein Fell wie Fisch. Einfach, okay. Genau, hier der. Und hier bleiben wir dann inshallah stehen. Rabbana hafina wa